In den heutigen Insights geht es um YouTuber Marvin, der mit 24 Jahren einen Doktortitel hat. Und das, ohne auch nur einen Tag studiert zu haben. Seinen Eltern zuliebe wollte Marvin beweisen, dass er mehr drauf hat, als nur YouTube-Videos zu machen. Nämlich, dass er auch das Zeug hat zum Doktortitel. Mithilfe eines Hackers erstellte er eine gefälschte Doktorurkunde einer von ihm erfundenen KT-Gutenberg-Universität, die ihm den Titel Doktor der Naturwissenschaften verleiht. Unterschrieben wurde die Urkunde übrigens von ihm selbst. Anschließend vereinbarte er einen Termin im Bürgeramt Berlin, um sich den Fake-Doktortitel auch auf seinem Personalausweis eintragen zu lassen. Termin im Bürgerbüro habe ich mich natürlich vorbereitet. Ich habe mir extra ein Hemd angezogen, mir die Haare gekämmt und mir 2 Wochen lang so einen Bart wachsen lassen, damit ich älter aussehe. Ich habe jetzt den Termin und mache noch mal ein paar biometrische Fotos von mir, denn die brauche ich ja für den neuen Perso. Machen Sie einen neutralen Gesichtsausdruck. Bitte nicht lächeln. Jetzt geht's los. Da sind sie, die neuen Verbrecherfotos. Ja, naja, immerhin habe ich ein Hemd an. Die Urkunde wurde dann tatsächlich auch für glaubwürdig befunden und der neue Ausweis in die Wege geleitet. Ganz so cool blieb Marvin dann allerdings doch nicht. Mir geht ordentlich der Stift, bin mega nervös und hoffe, dass es alles gut geht. 3 Wochen später konnte Marvin dann seinen neuen Personalausweis inklusive Doktortitel abholen. So easy ist es also, Doktor zu werden, ohne jemals eine Uni besucht zu haben. Ich bin Dr. Marvin Wildhage. Uns hat Marvin erzählt, wie seine Freunde und seine Familie auf den Doktortitel reagiert haben. Hallo Nathalie, hier ist Dr. Marvin Wildhage. Es klingt so komisch, aber hier ist mein Perso. Da steht zumindest drauf, dass ich Doktor bin. Auch wenn ich mir das Ganze erstunken und erlogen habe. Ich habe ihn extra mal provisorisch hier abgeklebt für euch. Aber ja, das Ziel des Ganzen, irgendwie ein bisschen Achtung zu bekommen und ein paar Komplimente zu bekommen, hat noch nicht so wirklich stattgefunden. Also überall, wo ich den Perso vorzeige, wenn ich fliege oder in Hotels bin, das hat noch nicht so geklappt. Also keiner guckt irgendwie auf den Perso und sagt, oh, Dr. Wildhage, schön, dass Sie da sind. Also wirklich, es hat eigentlich gar nichts gebracht. Meine Eltern sind trotzdem ein bisschen stolz auf mich, dass ich jetzt Doktor bin, der erste Doktor in der Familie. Aber das Ganze ist halt erstunken und erlogen und deswegen auch irgendwie nichts wert. Und meine Eltern haben ehrlicherweise auch ein bisschen Angst, dass ich jetzt juristische Folgen davon trage. Aber bislang ist noch nichts passiert und ich werde mir natürlich auch bald einen Termin machen, um den Perso zurückzugeben. Aber so lang würde ich den aber noch mal ein paar Mal vorzeigen und gucken, was passiert.